Warte mal, ich lasse das Schwein noch mal kurz wieder rein. Ja, genau. Nein, ich hab's getötet! Ich kille! Mörder! Nein! Nein, Piggledy! Piggledy ist gestorben! Wo ist Frederik? Verdammt! Ne, der läuft da noch irgendwo rum. Ach. Damn! Damn it! So. Damn it! Oh, da laufen schon ein paar Bären rum. Ja, deswegen komme ich ja nicht mehr an meine Leiche. Ach so. Ja, warte, ich kick den einmal. Das Problem ist, die treffen dich auch, wenn du in der Luft bist. Echt? Ja, ja. Aber nicht, wenn du. Nur wenn du ganz nah bist. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Wo ist Superman, wenn man ihn braucht? So. Gibt's doch gar nicht. Der versteckt sich in den Tomaten. Ja. Dieser. Ich sehe das, ja. Ich kann aber nur die Tomaten vielleicht. Nee, ich habe ihn aber einmal getroffen. Nee, du hast die Tomaten getroffen, oder? Da, jetzt ist er tot. Die schönen Tomaten. Da ist der Zweite. Der schläft. Nee, der schläft nur. Boah, erwischt hat er mich. Dann komm, schlag. Schlag, du. Boah, shit, ey. Hast du keinen... Ah, du hast nichts mehr, ne? Nichts mehr, ne. Dann bleib mal weg, ich mach den mit der Axt. So. Ah. Klöppeln wir das hier nochmal zu. Boah, war das ein Vieh, ey. Jetzt müsste an deine Leiche kommen. Ich versuch. Nein, Häschen, du bleibst hier drin. Ah, jetzt ist es zu hoch. Bau dir doch. Ah, da ist noch ein Bär. Vorsicht, Smiley, pass auf. Ich wollte gerade sagen, da läuft noch ein zweiter Bär in der Basis rum. Vorsicht. Ich höre mich doppelt. Mit den ganzen Stimmen in meinem Kopf. Ich bin nicht verrückt. Doch, bist du. Nein, bin ich nicht. Rede nicht in dem Ton mit mir. In welchem Ton? Alter, was hier abgeht, ne? Ja. Ein fliegendes Häschen. Was? Seit wann können Hasen fliegen? Seitdem die Hölle zugefroren ist. An dem Moment sein. So. Alter, wie viele Viecher diese hier haben, ey, das ist der Wahnsinn. Mhm. Was ist denn bei euch los hier? Nur aus Arche geplatzt oder was? Ja. War doch nur Schweine, Kühe, Häschen und Und ein Fuchs. Und ein Fuchs, ja. Ein einziger Fuchs, aber dafür drei Bären. Der streckt mir die Zunge raus, wie er lacht und wie er freundlich ist. Bärenkiller, number one. Eine Kuh vergreift sich an eure Tomaten. Was? Die hat gerade darüber geschielt. Boah, was das ist der Kuhzug. Was machen diese Kühe da? Was, der Kuhzug? Der Kuhzug, ja. Also der Chu-Chu-Chu-Chu-Kuhzug. Ja. Da ist mal Zucuk, gibt's doch auch, das ist doch die türkische Wurst. Zucuk, ja. Zucuk. Die schmeckt auch lecker. Was ja, hast das du die... Wieso hab ich jetzt keine... Was ist denn jetzt schon wieder mit meiner Maus hier los? Hallo, Maus! Hallo, so. Florian! Sendung mit der Maus. Also wolltest du die Metallgitter wegmachen? Ja, wollte ich. Ja, weil der Flo hat doch gesagt, die Bäume müssen weg. Die Bäume müssen weg. Alles muss weg. Genau, die Bäume müssen weg. Die Bäume müssen weg. Was machst du mit der Spitzhacke, Smiley? Die Bäume fällen. Wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, nehme ich an. Ja, meine Damen und Herren, Smiley live in action. Mit der Spitzhacke die Bäume fällen. Boah, ich kriege hier von den Kühen, kriege ich den richtigen Hau weg hier. Deswegen habe ich meinen Sound leise gestellt. Okay, das macht natürlich Sinn. Ja. Aber dann höre ich euch wahrscheinlich auch leiser. Nee, ich habe ja den Ingame-Sound einfach in Option leise gestellt. Ja. So, jetzt haben wir auch noch einen fliegenden Baumstamm, der fliegt zu euch rüber. Also hier also, ist Action ohne Ende im Moment. Man merkt, dass wir in der Alpha 0568 sind. Habe ich jetzt abgelesen. Okay, warum? Weil es nicht mehr die 0567 ist. Nein, das also ich meine jetzt so generell, dass das Verhalten der Tiere und... Hm? 42. 42 ist die Antwort auf alles, ja. Ja. Nein, also ich finde, man merkt halt, dass die Tiere sich noch ein bisschen komisch verhalten und so. Das ist ja aber für eine Alpha... Wieso verhalten die Tiere sich so komisch? Ja. Das liegt alles an der Massentierhaltung. Warte mal. Wieso verhalten die sich komisch? Die verhalten sich doch ganz tierisch. Die eine Kuh steckt mit dem Kopf in der Wand. Ey, das ist doch normal. Ja. Machen deine Kühe das nicht, oder was?
Nein. Die eine Kuh fliegt hier, also. Da hast du aber was verpasst, ey. Ja. Wir bevölkern übrigens deinen Server neu. Ja, finde ich also gut. Also wir betieren deinen Server neu. Wenn schon keiner mit mir. Wenn schon keiner mit mir spielen möchte. Die ja. Tiere, die jetzt entkommen sind über die Zeit hinweg. Weil da sind nämlich auch. Guck mal, da fliegt zum Beispiel eine Kuh. Wo fliegt da eine oben Kuh? Sind alles voller mit Rabbits hier, mit Hasen, da vorne ist noch ein Schweinchen. Wie kommt denn die Kuh hierher? Wo denn? Da oben hin. Einer auf dem Berg. Da muss ich nochmal was hochziehen hier. Das Geniale ist natürlich auch das Schwein, was da hinten am Smoker steht. Weißt du, was ich meine? Bruder, wieso, rede mit mir. Wieso ist der eine Elch gerade in die Höhle reingelaufen? vielleicht hat er was vergessen. Oh Mann, shit, meine Lampe. Der hat den Elch-Test nicht bestanden. Durchgefallen. Smiley, warum machst du die Pinöppel nicht weg? Mach ich doch. Machst du? Nach und nach, ja. Ich nach muss nur und erst nach. Mal landen, um die Sachen einzufangen. Ach so. Was war das denn? Sehr schön. Ja, wenn ihr diese Folge auch schon mal fantastisch will, dann lasst da unten einen fantastischen Kommentar stehen und auch einen fantastischen Like. Und wenn ihr mehr fantastische Sachen sehen wollt, dann abonniert natürlich auch die Kanäle von Let's Multiplay, EMBLP, SBZLP und ja. Let's Play. Was? Genau. Ich war gerade im Respawn. Im Respawn. Let's Multiplay, SBZ Apple und EMBLP. Nicht EMP, weil das ist elektromagnetischer Puls und der würde hier alles zerflicken. Ja. Zerflicken, wollte ich sagen. Du hast hier übelst viele Hasen auch in der Burg. Ich glaube, wir müssen hier mal eine Tür einsetzen. Ja, das glaube ich auch. Das Gefühl hatte ich auch. Das Gefühl hatte ich auch schon mal, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Nochmal. Ja. Wir nehmen aber eine schöne Tür. Wenn man denen hier so eine auf den Po gibt, dann springen die automatisch wieder aus diesen Dingern da raus. Was? Wo springen die raus? Jetzt hat sie, wenn man der Kuh zum Beispiel einen leichten Klaps auf den Po gibt und dann springt sie wieder aus der Wand raus. Ja, das kenne ich von meiner Frau. Nur bei euch ist es andersrum, ne? Ja. So, weg ist sie. So. Hier oben ist nämlich auch noch Sachen. Guck mal, wie Let's Multiplay die Kühe abschlagen. Nein, das hat keiner gesehen. Nein, nein. Oh, die Kuh ist schon tot, die hier halb in der Wand tot steht, die tote Kuh. Bewegt aber ihren Schwanz noch. Nee, das ist die andere. Smiley, du brutales Mädchen. Die sind alle tot. Die sind alle tot. Die sind alle tot. Oh mein Gott. Die andere Kuh versucht hier durchzukommen. Wow. Boah, ist das übelst krass, ey. So. Was macht denn der Elch da oben? Elchtest. Ja. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, als die Tiere den Talerwald verließen. Den Talerwald verließen. Oder die Tiere aus dem Talerwald oder so. Also ich kenne nur wie heißt das noch? Der Bauernhof mit den Schweinen. Was? Die Schweine, die die Kontrolle über den Bauernhof übernommen haben, meinst du? Was? Nein. Als die Tiere den Talerwald verließen. Ja. Smiley kennt das. Folge. Ja. Da war's drin, ne? Schade. Als die Tiere die Massentierhaltung verließen. Um in eine neue, unbekannte Welt zu entfliehen, wo sie ihre Futter selber suchen mussten. Und irgendwann werden die Menschen rausfinden, dass man Moose-Hörner nicht essen kann. Wie kriege ich die Kuh jetzt vom Eis? Also, oh, shit, jetzt hab ich einen Ball. Ah, nee. Wieso liegt denn hier so eine Kuh so komisch hier? Wo denn? Hier, direkt vor, hier, die hier. Ey, da bin ich doch gerade dran. Die wollte ich doch eigentlich darüber. Bald ist Weihnachten. Was wünschst du dir, mein Kind? Ich wünsche mir eine Massentierhaltung. Okay. Kontrovers. Kontrovers, ja. Nein, eine Diskussion ist entbrannt, ja? Ja. Also ich wollte ja vorhin immer noch sagen... noch unbeliebter. Ja. Nein, ich wollte vorhin sagen, dass ich, dass wir immer zum Landschlachter fahren. Zum Landschlachter? Ja, mein Liebster und ich fahren immer zum Landschlachter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das... oder habe ich dich unterbrochen? Wolltest du noch was sagen? Ja, und der ist so beliebt, der liefert sogar ins Ausland. Das ist cool. Ja. Mhm. Das ist also eine Versandschlachterei. Und da muss ich erst mal gucken, was es ist. Aber da liefert extra ins Ausland, weil das Fleisch so gut ist. Und vor allen Dingen auch preiswert. Gestern waren wir quasi grillen. Und da haben wir... Ja, danke. Das hat mir gekauft. Ich glaube 8 Scheiben Fleisch oder so, 9 Scheiben Fleisch. Plus Mett.
haben wir 20 Euro bezahlt. Das und ist für ich... Qualität und also für Qualität in der Form, dass man halt wirklich sagt, die Tiere wurden ordentlich gehalten. Ja, und vor allem, das waren halt so eine Klopper, also ich zeig das mal hier, so Klopperfleischstücke. Und du hast ja ganz oft, wenn du beim Discounter irgendwie Fleisch kaufst, oder auch generell im Supermarkt. Ich hab's jetzt nicht gesehen, zeig nochmal. Achso, du meinst in die Kamera? Ja, ich hab's in die Kamera gezeigt, ja, okay. So ein Herz. Also waren halt schon größere Stückchen. Und das, wenn du beim Discounter Fleisch kaufst, hast du ja ganz oft, dass du die auf den Grill rauflegst und dann schrumpfen die noch zusammen oder auch in der Pfanne zum Beispiel, weil die einfach so mit Wasser vollgesaugt sind. Und das ist bei denen Fleisch überhaupt nicht so. Also mit Wasser oder anderen Sachen. Genau, ja. Man möchte manchmal gar nicht wissen, was da noch alles so drin ist. Ja, genau so ist es nämlich. Ja.